Stuttgart gegen Frankfurt, das Topspiel am 29. Bundesligaspieltag. Und das zu Recht, denn der VfB ist als Tabellendritter mit großen Schritten auf dem Weg in die Champions League und die Frankfurter als Sechster fast schon standardmäßig auf dem Weg in den Europapokal. Und die Stuttgarter sind klarer Favorit, etwas klarer, als man das erwarten dürfte. Beide haben 6-mal in der Saison verloren. Der Unterschied ist nur, Stuttgart schießt mehr Tore. Klar haben sie, sie Gerassi und sie spielen weniger unentschieden und gewinnen deswegen halt mehr Spieler als die Frankfurter. Und auch zu Hause sollte es ein klares Bild abgeben, dass hier der VfB mit erst einer Heimniederlage die Favoritenrolle hat, weil die Frankfurter auswärts 10 Spiele nicht gewinnen konnten von 14 und dementsprechend nur 4 von 14 für sich entscheiden konnten, aber auch erst 5 Auswärtsspiele verloren haben. Da sind sie in illustrer Gesellschaft, eben auch mit Stuttgart, Bayern, Leipzig, die ähnlich viele Spiele auswärts verloren haben. Jetzt ist die Bundesliga natürlich eine Heimliga, wie wir so schön sagen, mit einem relativ krassen Heimvorteil, rein statistisch gesehen und auch eben von der Realität, wie die Mannschaften zu Hause performen, macht die Stuttgarter zu einem Favoriten in dem Spiel. Ich bin kein Fan von dieser niedrigen Stuttgart-Quote, aber wir kriegen da ja einen Quotenboost. Den größten Fehler, den viele beim Sportwetten machen, ist, dass sie denken, dass es darum geht, den Sieger vorherzusagen. Aber was viele nicht wissen, ist, dass es in Wahrheit darum geht, die höchsten Quoten zu finden. Deswegen suchen wir hier die besten Quotenboosts und schicken dir diese kostenlos per E-Mail. Klicke jetzt unten auf den Link und sichere dir deinen Quotenboosterladen. Denn bei bwin kriegst du eine Dreierquote statt eine 2,75, wenn Stuttgart gewinnt und beide treffen. Lohnt sich das? Multipliziert man den Stuttgart-Sieg mit beide Treffen, ergibt das eine Quote von 2,55. Das heißt, der Quotenboost bei bwin hat insgesamt eine Verbesserung von 17,4%. Und da kann man auch verzeihen, dass bei bwin die 5% Wettgebühr anfällt, sodass es sich immer noch um 11% mehr in der Quote handelt. Dann muss also Stuttgart nur noch gewinnen, was ja die Quote sowieso mehr oder weniger ziemlich klar sagt, und beide treffen, was natürlich bei einer 1,67 auf diese Partie auch kein unrealistisches Unterfangen ist. Die letzten Spiele, da haben wir immer gehabt, dass beide getroffen haben in dieser Partie, zumindest die letzten, da muss man schon weit zurückgehen. Es war nur einmal hier nicht der Fall, als Stuttgart 1-0 gewonnen hat. Ja, und hier die 3 Spiele hintereinander sogar. Ansonsten relativ, klar, ich meine, Dritter gegen Sechster, da erwartest du natürlich, dass beide treffen. Wenn auch die Frankfurter natürlich jetzt nicht so torstark waren in den letzten Wochen, aber zum mindestens ein Tor zu schießen sollte doch reichen. Und Stuttgart trifft ja normal sowieso immer und mit Undav und Gerassi. Apropos Gerassi, da war doch noch was. Das will ich dir nicht vorenthalten. Wenn du einen bwin-Account hast oder extra machst, um den Bonus abzugreifen, dann kannst du auch ins Auge fassen, dass Gerassi als erster Torschütze hier eine verbesserte Quote von 3,9 auf 4,4 bekommt. Eine 4,4er-Quote für den zweitbesten Torjäger der Liga und der ja sowieso fast in jedem Spiel trifft, der auch im letzten Spiel gegen Dortmund das einzige Tor geschossen hat, auch beim 3-3 gegen Heidenheim den sogenannten Dosenöffner zum 1-0 und hier gegen Hoffenheim nicht, aber dafür wieder gegen Union Berlin. Und angesichts dieser Argumente kann man auf jeden Fall sagen, eine 4,4 für so eine Wette auf Gerassi. Why not, oder? Was sagst du dazu? Ich nehme beide Quotenboosts mit. Der Stuttgart-Sieg eine Dritteleinheit und Gerassi als ersten Torschütze eine Vierteleinheit. Denn so viel ist auch klar, dass man bei einem Spiel Dritter gegen Sechster dem besser platzierten Heimteam eine so niedrige Quote gibt, ist schon kein Value und ein bisschen
zu optimistisch, da mache ich nicht mit. So eine Einzelwette auf Stuttgart würde für mich nicht in Frage kommen. Dementsprechend würde aber auch eine Kombiwette mit Stuttgart-Sieg und eben beide Treffen für mich nicht in Frage kommen, weil das macht die Sache dann nicht unbedingt besser, normalerweise. Allerdings hast du eben in beiden Fällen eine bessere Quote, wenn du es über diese Quotenboost-Geschichte machst, sodass man unterscheiden muss, ob etwas mathematisch gesehen Sinn macht, mit einem geringen Einsatz drauf zu wetten, wie eben diesen Quotenboost, oder ob es mein persönlicher Tipp in einem Tippspiel wäre. Denn das ist natürlich... das X. Bei einer 4,5er Quote alternativlos beste Wette, auch wenn 72 wahnsinnige Prozente dem VfB Stuttgart hier den Heimsieg zusprechen. Natürlich können sie gewinnen, gibt ja auch die Quote her, aber die Chance, dass Frankfurt hier einen Punkt holt, die ist doch höher als 1 geteilt durch die 4,5er Quote, also 22%. Also haben wir auch da Value und ich setze auch eine Vierteleinheit eben auf das X, um das abzudecken. Und wenn am Ende Frankfurt gewinnt, ja dann leckt mich, Leute, ich gehe nach Hause. Verpasse keine Top-Quoten mehr und sichere dir unseren Quotenboost-Alarm über den Link in der Videobeschreibung.